Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr habt nichts verpasst. Wir sind bei der nächsten Folge. Wir quatschen gerade mit dem Moritz. Das ist unser Mechaniker, der hat hier repariert. Und eigentlich warten wir auf Väterchen Frost. Der müsste laut dieser Anzeige taucht um 20 Uhr in der Nähe von Kaminen auf. Da bin ich mal gespannt. Guck mal, die Katze, die macht da ordentlich... Ja, Mann, Schnecke, komm vorbei, Junge. So was zu essen da. Tradition abgeschlossen. Sehr schön. Väterchen Frost. Spino? Ja, Fruz. Väterchen Frost. Senior. Ouch! Bantini! Waffe now! Gurgle! Oh! Oh, Doug! Ow! Oh, Flamma Bluffy! Gorg! Grimda! Wie geil ist das denn? Marsha! Haut er den mir gerade aufs Maul oder was? Oh, Doug! Au! Oh, Wind? Ubedo. Brigyaba. Aspa. Floof wasoop. Hibby chib. Yoyam Babadef. Frazu favu. Fia? Hebrif. Oh. Zona. Favu. Rainik. Chinosa? Yemf Domiba Bretno. Fipso. Nimutuni. Huh? Spo Biff. Yadabu. Olib. Ah, Zilnaroy. Any fish Yenokla. Dota Vepi. Mishi Panoisa Moikamon. Oh, Lampema. Der hängt jetzt bei mir hier ab, oder was, der Mechaniker? Bumina Fueno. Meshka. Ah, Crazo. Shuniglaba Arbe. Zombie Nufa. Wanna check. Ah, whips, drift, swing, and eight. Schmezzle, Clem. Nicholas. Dota Vepi. The Bishi Panoisa Moikiform. Afflin Wadida. Guasha? Pepso. Ah. Who yibs? Kunada. Frifa, Shalsh. Nessa Beam. Skibero, Dashibi. Quinay. Was? Wenn du versuchst, mit einem neuen Sims Freundschaft zu schließen, besteht die Chance, dass sie bereits von den unehrenhaftlichen Aktionen von Leo gehört haben und die Beziehung direkt unter einem... Ja, ja, dann können sie mit dem Arsch lecken. Ja, geh mal pinkeln. Egal, wir haben alles... Neppy Yekid Chivs, huh? Wer mag mich jetzt nicht? Cricky. Yops. Zimbabwe. Jeruk. Hispa. Nopsa. Ski Pombo. Ah, Sul. Yoba Mativo. Hibane. Bane Trip, huh? Falabo. Skunk Glaffin. Dota Vepi. The Bishi Panoisa Moikiform, huh? Ubedo. Brigyaba, huh? Prowess Fredishe. Uh-huh. You Beppa. You. Ooh. Prowess Ubedo. Well, Hibby. Oh, oh. Ah, Zilnaroy. Any fit? Ho, ho. Lomark, a meanie. A pleave is apple. Yiflowanor? You can unum it. Don't a Veppy. The Bishi Panoisa Moikiform, huh? Lim La. Beshna.
Sebrim, Jarjuk, Pokerow, Ospa, Floofwazoo. Don't a Veppy? The Bishi Panoisa Moik form, huh? Don't a Veppy? The Bishi Panoisa Moik form, huh? Pelagum no shore. Luchi! Wir müssen mal den Spaß wieder aufladen. Ich glaube, Cassandra wird jetzt auch gehen. Cassandra Grusel. So, aber jetzt sind wir noch eine Runde duschen. Wer spielt? Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Uchima. Chino-san. Okay, wir müssen eigentlich nur das Angelvideo machen. Aber das kriegen wir. Winterfest war erfolgreich. Die Feiertag Winterfest war fantastisch. Leo hat eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was geplant war. Ja, das freut mich auch. Was ist da los? Die Katze ist krank. Scheiße. Warte kurz. Zeraguapenarb. Fizikwabe. Barovi Sensen. Gorch Veriki. Nehmen wir schon einen Tag Urlaub, weil die Katze ist krank. Das geht nicht. Okay. Dann werden wir. Ja, wir bringen ihn zum Tierarzt. Leo verschwindet aus dem Rampenlicht. Warum? Nein, meine Katze ist krank. Das gibt's nicht. Wo ist die nächste Tierklinik? Da, oder? Tierklinik. Hinfahren. Mit dem Taxi. Ich hasse das. Und euer Kaffee. Und das beste Zeug am Boden ist. Jo, Chims können. Oh. Hermann zur Kastration anmelden. Hermann zur Behandlung anmelden. Wollen wir Hermann die Eier abschneiden? Ich weiß es noch nicht. Wäre ja eigentlich sinnvoll, oder? Keine Zeugs, Mieb. Es kommt bald ein Tierarzt zu dir, um ein krankes Tier zu untersuchen und behandeln. Bitte habe etwas Geduld. Ich hab keine Geduld. Wo ist denn Hermann? Lass meine Katze in Ruhe. Son of Dayola? Yes. Oh, shoot, be around.
Ja, Hermann. Ja. Hermann ist krank, das geht doch nicht. Sitzt er da auf? Sag mal, warum rennt er eigentlich jedes Mal raus? Big Koga. Oh, Yarpanoosh. Shishubi. Jim Whipsy. Hummus. Brisham. Wafata. Frita? Quamzi, Elvansa, Seneca, Belindi. Ah, mein Zimt ist kaputt. Kanazoi, Smee. Arpanayo. Kisnoi. Dag, dag. Dag. Yeah, Mann. Hermann, Junge. Blick. Uvene. Oh, sheer jabbery. Dorf was showed. Oh, slef mappish. Oh, Tieruntersuchung. Heile ein Tier mit effektiven, aber ein wenig unter. Scheue keine Kosten. Ja, komm, scheiß drauf, Alter. Scheue keine Kosten. A frosh. Zaphis Fleming Shusha. Pelsta. Wo geht er jetzt spielen? Er geht einfach an dem Computer und spielt eine Runde. Ich will zurück nach Hause. Wie komme ich denn nochmal nach Hause? Wie ging das nochmal? He's in a row. Oh, Gosha. Lupasiba. Arpanaya. Two bow happy. Hemkeharp dolls. Umfront Nibahana. Sabama Nukem. Bibwa. Kyrgyz. Wie komme ich nochmal nach Hause? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich muss, glaube ich, auf ihn klicken. Zur Arbeit gehen. Zurück nach Hause. Ja, komm, quatsch mit der Tante da. Die hat nur schlechten Einfluss. Drücke G, um das Gitternetz im Baumodus ein- und auszublenden. G wie Gitternetz. Ja, das ist super. Ein Hausaufpfiffe während der Abwesenheit, Haus geputzt. Sie wird sich das berechnen. Ja, die hat echt gut geputzt, das sehe ich. Haarbüschel entfernen, Haarbüschel entfernen, Haarbüschel entfernen, Haarbüschel entfernen. Aufräumen. So, aber jetzt müssen wir uns mit dem Angelvideo. Hier eine HD-Kamera, Alter, logisch. Und nochmal das. So, jetzt haben wir bessere Videos. Verbessern, Licht, Video aufnehmen. Produkt. Ne, wo war denn das? Wo war denn das mit den Updates posten? Auf Kommentare antworten. Ich wollte doch das Angelvideo machen. Wie geht das denn? Verbessern. Auto-Updater installieren. Benötigt Level 7.
Bei der Geschickfähigkeit, okay. Hm. Leo hat 150 Follower dazu gewonnen. Er hat jetzt insgesamt 150 Follower. Ja, sehr gut. Was macht er jetzt? Hände waschen. So, ja, heute berichten wir mal live aus dem Studio im Schneeanzug und ich muss sagen, es ist ziemlich warm draußen, aber ist mir egal, ich habe einen Schneeanzug an und deshalb ist der Schneeanzug ein Schneeanzug. Eigentlich muss ich mal pinkeln, aber wir müssen jetzt zu lange warten, bis die Aufnahme fertig ist und dann werde ich eine Runde erstmal einen abströhen und dann läuft das. Ja, genau. Ich rede über Brillen. Ja, hauptsächlich labert ein Dünnschiss, das finde ich super. Ich int Vlog Video. So. Ich bin sehr cool. Vlog Route 2. Uncut Freak. Sehr, das ist sehr, sehr gut. Mal schnell das Video hochladen. Was ist denn mit Essen? Er pennt. Gut, das reicht erstmal. Erstmal aufs Klo, Meister. Was ist denn da los? Yes. Don't be la.
Charib, Tiyami, Lahoin. Ooh, Orifaya. Yibsy. Oh. Als Promi hat sich Leo Gerichte von ausgezeichneter Qualität gewöhnt. Wenn er etwas isst, dann ist sein hoher Qualitätsanspruch entspricht. Ist jetzt, ach du Scheiße. Feinschmecker. Oh mein Gott, er ist ein Feinschmecker. Ja, Leo pennt. Ja, ich kann jetzt nicht anders. Du musst jetzt zur Arbeit. Silvester! Warte mal. So, wir haben Werbeblocker Pro ist 120, das Vlog, das erste hat 108, das zweite hat 74, okay. Ja, geil. Der ist gerade ein bisschen angepisst auf der Arbeit, aber das geht nicht anders. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte die Silvester-Sachen angucken. Verdammt! Haben wir die noch hier irgendwo? Deko. Aha. Dafür muss ich Geld bezahlen oder was? Weil ich einen Erfinderpreis, den ich gewonnen habe, muss ich Geld für bezahlen. Ihr habt doch eine Waffe. Ein kapitales Angebot. Jetzt geht's los. Die Programmierfähigkeit von Leo haben sich im Darknet herumgesprochen. Er dachte, er hätte alle Spuren verdeckt, aber eine Investorengruppe aus Silsims Valley klopft mit einem verlockenden Angebot an seine Bürotür. Die Geschäftsidee von Leo sind zwar vorfinanziert, aber die Investoren möchten ihnen ihre finanzielle Unterstützung anbieten, wenn sie dafür ein Vorkaufsrecht an allen seinen zukünftigen Projekten erhalten. Soll er lieber unabhängig bleiben? Boah, kommt drauf an, was ich kriege. Die möchten, aber die Investoren möchten ihm ihre finanzielle Unterstützung anbieten, wenn sie dafür Vorkaufsrechte an all seinen zukünftigen Projekten erhalten.
Leo erhält Ruhm und Geld. Boah. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, was heißt denn Vorkaufsrecht? Also, die dürfen wir zuerst das kaufen, oder was? Ich mach das. Imagepflege durch Tech. Okay, was steht hier? Moment. Kaum sind die Simmons auf dem Bankkonto von Leo eingegangen, veröffentlicht der Online-Blog Techmo einen Artikel, in dem Leo als neuer Guru von Sims Valley gefeiert wird. Leo ist überrascht, als er seine SMS mit seinem neuen Geschäftspartner erhält, in der er ihnen mitteilt, dass er dafür bezahlt wird, dass der Artikel genau in diesem Moment veröffentlicht wurde, als die beiden im Geschäft abgeschlossen haben. Schließlich muss die neue Gemeinschaft Investoren ja auch angekurbelt werden. Ganz offensichtlich hat Leo eine neue Geschäftswelt mit ziemlich hohen Einsätzen betreten. Okay. Nö. Unter der Fuchtel. Leo hat jetzt Geld und Investoren genommen. Ist der Leistungsdruck hoch. Er denkt ständig darüber nach, wie er seine Arbeit verbessern kann und wie er jetzt mit dem Vermögen anderer spielt. Ja, gar nicht. Komm, Spiel. Spiel, Junge. Flop. Absolut köstliches Mahl. Ja, wegen Marotte, Feinschmecker. Huh.
So, auf ins Bett. Und morgen rufen wir an, dass wir nicht zur Arbeit kommen. Hermann ist weggelaufen. Er kommt vielleicht von selbst wieder nach Hause. Aber wenn du am Computer, Telefon eine Suchmeldung aufgibst, findet ihn möglicherweise schneller jemand. Pass auf, erstmal. Wo kann ich denn das machen? Hermann ist doch wieder da. Er vermisst seinen flauschigen Freund. Ist aber jetzt erstmal. Suchmeldung vermisstes Tier. Ja, Hermann ist weggelaufen. Wir sind kurz vor Silvester, also kurz vor der Jahreswende. Wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Ah, ihr könnt das gar nicht lesen. Hier steht Countdown bis Mitternacht. Leo liebt diese Tradition, weil fröhlich ist. Bleibe lange auf und brülle am Fernseher mit feierlichen Countdown. Ich habe keinen Fernseher. Sieh dir den Countdown bis Mitternacht am Fernseher an, um teilzunehmen. Der Countdown ist nach 23 Uhr am TV verfügbar. Okay, was müssen wir hier machen? Was ist heute? Kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Klicke auf dem Sims und wähle Vorsätze fassen und teilnehmen. Okay. Was machen wir denn? Vorsätze fassen. Einen Partner finden. Befördert werden. Abnehmen. Okay. Schließe innerhalb von 7 Tagen einen Meilenstein eines gewährten Betriebes. Nein, pass auf, wir machen. Fähigkeit verbessern. Das können wir in 7 Tagen. Das kriegen wir hin. Was ist das hier? Partystimmung. Trinke, tanze und mache Musik. Der Partygeist lebt und ist in allen. Ja, wir haben jetzt erstmal Vorsatz gefasst. Und wir haben auch gleich das nächste Update. Nur ich muss jetzt gleich mal bei der Arbeit anrufen. Oder habe ich frei? Ah, es ist Samstag. Wir haben ja sowieso frei. Gut, aber das muss ich noch kurz machen, bevor wir diese Folge beenden. Einen Fernseher kaufen. Ich habe nämlich gar keinen. Mal gucken. Jo, erstmal einen Fernseher. Ein Fernseher. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen umbauen. Pass mal auf. Hier, den verschieben wir erstmal an diese Ecke. Den verschieben wir ein Stückchen nach hier. Das ist auch blöd. Ne, pass auf, wir machen es anders. Das stellen wir nochmal kurz hier hin. Den Kamin. Der kommt hier hin. Der kommt hinten in die Ecke. Zack.
Dann brauche ich einen Fernsehtisch. So, jetzt haben wir auch einen Fernseher. Haben die Hälfte Kohle schon wieder ausgegeben. Und ich würde sagen, wir beenden erstmal diese Folge, Freunde. Und mal gucken, ob in der nächsten Folge, ob Hermann wiederkommt, weil wir ihn vernachlässigt haben. Was demnächst so passiert. Mit den Investoren kriegen wir das jetzt noch programmiert, hin und her. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge in Die Sims 4. Tschüss!